Hey Leute, hier ist Saldemar, zurück mit Gothic. Willkommen zu diesem Nonsensabenteuer der Superlative. Ich wiederhole mich gerne, ne? Aber so bin ich. So, los geht's. Wir wollen die Wälder durchstreifen und suchen Feinde zum Leveln. Irgendwann werden wir groß und stark sein, um die Minen vorzurücken und Minecrawler zu töten. Ja. Ja, ist halt so, wir sind auf Wanderschaft. Das ist jetzt wieder eine neue Runde. Die letzten drei Runden waren quasi... Habt ihr es gesehen? Oh Gott, da liegt er. Ich weiß gar nicht. Wollt ihr ihn mal aus der Nähe sehen? Haben wir noch gar nicht. Manche kennen ihn noch gar nicht. Ich zeig euch mal den Schattenläufer. Mietz, mietz, mietz. Mietz, 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 mietz. Oh Gott, ich werde sterben. Alter, übel, oder? Es ist eigentlich ein Werwolf irgendwie. Guck mal, ich kann meine Kanten fernhalten, aber... Es ist egal. Es ist ihm einfach egal. Das ist der Schattenläufer, liebe Leute. Jetzt habt ihr ihn mal gesehen. Kann ich das hier aufsammeln, ohne dass er mich umbringt? Guck mal, da liegt was. Essenz deiner Kraft. Heilung. Oh, das ist ein Weg. Oh, oh. Ich habe überlebt. Oh, hier ist eine Höhle. Ist da noch ein Schattenläufer? Oh, tatsächlich. Guck mal, da ist noch einer. Genauso sieht das aus. Nämlich, die liegen immer in so einem komischen Pupsnebel. Es kann auch sein, dass das so eine Art Thermalboden ist. Weißt du? So eine Art Hitzequelle. Oder sie pupsen einfach so viel, dass so eine Art... Es ist halt schwerer als Luft und dann wabert das halt nur. Keine Ahnung. War nur... eine Theorie. Opfer Nummer 1. Hat der Sound gefehlt. Keine Blutfliegenstachel können wir mitnehmen. Es ist schon ärgerlich. Also... normalerweise versuche ich immer so schnell möglich alles vom Jagen zu lernen, wenn ich wirklich alles mitnehmen kann. Weil es stört mich. Es ist irgendwie so wie... Geld auf dem Boden liegen zu lassen oder so. Ja? Können wir aber die auch noch weg? Es ist zwar nur eine. Aber. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Und wir müssen nicht mehr an sie denken. Ja, das ist mal so, ne? Genau. Ich muss meinen Nahkampf mal. Auf jeden Fall trainieren, was das Ausweichen angeht. Müssen wir mal speichern. Wird gespeichert. Oh, Wölfe! Sehr gut! Na toll. Oh, das war knapp. Oh, Moment mal. Komm, ich muss jetzt aufhören, die Heiltränke zu trinken. Oh, Flammendorn. Und wie viele so krasse Kräuter gibt es denn hier in dem Wald? Macht bestimmt auch irgendwie Mana oder so. Bei den Blutfliegen funktioniert das richtig gut. Ich habe nie damit gespielt, mit dem Ausweichen. Immer noch besser als Heldenrolle. Wir gehen mal da unten gucken. Das ist immer noch der erste Wald. Dann geht es zum zweiten Wald. Aber wir gucken hier erstmal noch. Ach nee, hier sind wir. Ach nee, da hinten ist der erste Wald. Wir sind ja schon im zweiten Wald. Gut, hier wollte ich ja sowieso hin. Da oben sind die Zombies, da gehen wir nicht hin.
Die Warge waren ja auch hier, ne? Da müssen wir jetzt aufpassen. So, und der Weg führt zur Küste. Ne, hier hört die Straße einfach auf. Okay. Ah. Oh, da gibt es bestimmt Warane tonnenweise. Bitte keine Feuerwarane. Bitte keine Feuerwarane. Bitte keine Feuerwarane. Oh Gott, ich glaube, wir sind nur Feuerwarane, oder? Oder gar keine Warane? Da sind Feuerwarane. Die kriegen wir tot. Aber unter welcher... Oh, shit. Ich könnte einen probieren, aber wir haben den einen nur geschafft, weil der irgendwie... So ich nichts gemacht hat. Bier, leere Rune. Wein, leere Rune, da haben wir ja nichts, was wir machen können. Okay, warte. Rechts, links, links, rechts, links, links. Wow, super, ein Schinken. Ich meine, wir könnten es probieren, aber... Oh, da hinten ist einer solo. Guck mal, da kann ich oben ins Schiff rein. Wir gucken gleich mal. Da oben sind ganz viele Ruinen. Da müssen wir sowieso noch hin. Okay. Probieren wir unser Glück. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Na, ach, komm schon. Ich hasse es, wenn ich angreife und er läuft noch. Nee. Das können wir vergessen. Ich probiere das jetzt auch gar nicht weiter. Ich versuche mal hier hochzugehen, dann verpissen wir uns vom Strand. Oh, da steckt ein Schwert. Ich könnte die von hier oben abknallen, oder? Ah! Nein! Er nimmt keinen Schaden. Okay, er nimmt keinen Schaden, egal. Nicht mit dem kleinen Krepelbogen. Wir müssen noch ein Level machen, mindestens. So, jetzt gehen wir hier hoch. Nummer 2. Ist da was drin? Ist aber bestimmt voll die Todesfalle hier. Secret? Nicht? Vielleicht unten im Schiff? Wow. Nix. Och, komm, das ist doch schade. Da habe ich mich doch so angestrengt. Komm, dann verpissen wir uns. Okay, Feuerwarne. Bald. Ja, die machen viel Schaden, aber wenn wir ein bisschen mehr Reichweite haben und die nicht rankommen, müsste das eigentlich funktionieren. Die waren schon immer krass im Damage. So, das sind Mole Rats, das ist gut. Oh, da oben ist der Turm. Warte mal, da war irgendwas. Ich glaube, Skelette oder so. Und ich glaube, das ist noch ein No-Go. Wir gucken mal gerade. Ja, ja, oh Gott. Oh, man kann hochgehen? Komm, wir gucken mal. Ich hatte den Trailer mal gelesen und sie haben irgendwie einen Dungeon... Oh mein, jetzt habe ich gerade erschrocken. Ich habe mich vor dem Nebel erschrocken da. Unter der Tür. Ich wette, hier ist gar nichts oben. Ich gehe jetzt umsonst hoch. Nur dazu da, um dem Spieler zu zeigen. Ey, guck mal, wie toll unser Spiel aussieht. Guck mal, dieser Ausblick. So, da müssen wir noch hin. Ja, also ich gehe zu manchen Orten nicht hin, weil ich weiß, da müssen wir eigentlich sowieso noch hin. Aber wir können doch eigentlich auch jetzt schon mal gucken. Also Snapper... Wenn wir ein paar mehr Snapper finden, weil wir wissen, wir können die ja töten. Wäre das eine gute Idee. So, jetzt gehen wir erstmal hier unten gucken. Weil ich meine aber, das wird eher nix. Okay. Gut. Interessant. Gehen wir die mal so runter. Da ist ein Skelett.
Konzentration, der Rasenmäher arbeitet. Oh, Gott sei Dank, 250. Oh, das können wir dann doch machen. Das ist möglich. Da ist die Stufe, die wir brauchten. Guck mal, ey. Laris Axt. Naja, so, okay. Wir essen erstmal ein bisschen, gebratenes Fleisch. Dafür ist es da. Jetzt keine Schnellessfunktion. Immer so 10. Wir wollen ja mal ein bisschen Heiltränke jetzt sparen. Oh Mann, das sieht aber lecker aus. Jetzt habe ich Hunger, ne? Oh, ein bisschen Fleischwanzenragout. Komm, was haben wir denn hier? Wurzelsuppe. Oh, lecker. Mm. Alter. 5-Sterne-Menü. Fleischwanzenragout. Also das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Fleischwanzenragout. Fleischwanze. Fleischige, leckere Wanzen. 250 ist jetzt nicht so viel, ne? Aber es ist quasi eine Horde Mole Rats, die man niedermäht. Ich höre die ganze Zeit das Wasser rauschen. Es ist immer so ein Spiel, ne? Wasser gleich laut. Hier, da ist einer. Die laufen wie Orks. So, wir müssen die festpinnen. Oh oh. Genau. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das gehört zum Spiel dazu. Das ist Taktik bei Gothic, weil das Ding ist, das Spiel ist so schwer und du musst halt XP farmen, dass du halt manchmal keine andere Wahl hast, als die Gegner auch so zu besiegen. Gehst auf den Stein, schießt mit dem Bogen ab oder was auch immer du machst. Oder man blockt halt die ganze Zeit. So, nochmal ein bisschen Fleisch. Tut das gut, keine Heiltränke zu opfern. Wir haben auch schon viel zu viel, also viel zu viel. So. So, weiter geht's. Ich mach nochmal noch ein Safe. Man hätte ich doch bloß noch ein... Jetzt könnte ich ja Stufe 2 lernen. Ah! Okay, es hat sich erledigt. Alter, das ist auch ein Skelettkrieger, das ist gar nicht gut. Ich kann nicht anvisieren. Konzentration. La 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 la. Oh oh. Nein, nein, nein. Oh, ich bin der Beste. Ich bin unbesiegbar. Alter, habt ihr das gesehen? Hab ich gezweifelt? Keine Sekunde. Ich bin unbesiegbar. Komm, wir nehmen jetzt dafür Robin Flash, war es noch gut. Das haben wir uns verdient. Ich sollte mal abspeichern, oder? Puh, scheiße. Meine Güte. Aber nach der Mine, wenn wir in der Mine erstmal die Minecrawler alle platt machen konnten, dann haben wir erstmal, ich glaube, da machen wir bestimmt 2 Level unten, oder? Das sehen wir dann. Die Minecrawler, ich rede immer davon, aber viel davon habt ihr noch nicht gesehen. Minecrawler. Nur ein toter Crawler ist ein guter Crawler. Ich verstehe gar nicht, warum diese blöde Suppe weniger gibt als Fleisch. Ja? Warum kann die Gesundheitsbonus von der Fleischwanzenragout nicht einfach ein bisschen besser sein? So 12 oder so. Aber nein. Was macht eigentlich diese komische Beere? Flammdorn. Ach, das ist nur ein Gesundheitsbonus. Guck mal, Fleischsuppe. Alter, guck mal, ich muss kochen lernen bei Snuff. Ah.
Hat der nicht einen Handschuh? Ich glaube, das war verbuggt. Da, entweder... Na toll. Kann man gut verkaufen. Okay. Warte mal, jetzt kommt bestimmt ein Dämon oder so zum Ende. Guck mal, hier reißt 10. Geil. Jo, rockt. Da geht's noch weiter runter. Ach, da liegt seine Waffe. Der hat die verloren. Guck mal. Haben wir ein Glück. Komm, wir essen mal die Fleischsuppe. Boah, ich muss kochen lernen. Also wir sollten wirklich bei Snuff kochen lernen. Ich glaube, das kann uns sehr gut helfen. Aber das machen wir erst, wenn wir noch ein Level haben. Schnitter! Aha. Schnitter. Da unten. Ach, so ein Schnitter. Nee, never mind. Das ist nur so ein... Ding fürs für irgendwas. Da kommt er. Gelernt in den hohen Kunsten der Shaolin-Mönche. Trainiert der besten Schwertkämpfer der Welt. Kommt der Rasen näher. Die beste Taktik der Schwertkunst von Gothictopia. Nee, jetzt geht bei den Rasenmäher. Oh, Alter, guck mal. Doch, doch, ich glaube, das ist neu. Guck mal, das ist eine alte Mine. Elixier der heilenden Kraft. Elixier der magischen Kraft. Reisschnaps. Ausgebrannte Fackel. Okay, im Zweifel immer nach rechts. Boah, okay, dann gucken wir mal kurz, ob hier irgendwas liegt. Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob das neu ist oder nicht, aber... Ich habe halt so lange nicht mehr gespielt. Das Gute ist, ich kann mir halt nicht immer alles merken. Oh. Oh nein, ich habe gespeichert! Holy shit! Ich dachte, hier kommt nichts mehr. Oh. Oh, je, yeah, das war jetzt... Wow. Komm, ich esse mal nicht mehr das Fleisch. Ich glaube, meine linke Maustaste lässt nach. Okay, wir probieren es nochmal. Boah, da kann man... Er hat ein Schild. Habt ihr das gesehen? Sah das wie ein Buckler oder so? Ein Schild in der Welt von Gothic ist unfassbar. Okay. Komm, geh mal nach links. Die haben eine super krasse Aggro-Range. Da kommt er schon hoch. Das ist der Speer. So, jetzt nimmt man den schrecklichen Safe. Ich glaube, er verliert seinen Schnitter ziemlich früh. Ah! Oh. Beim Essen einfach one-hitted. Okay, warten wir mal. Kommt er. Thank you.
Man muss sich einfach nur auf Distanz halten. Wenn ich immer so das Kampfsystem von Gothic hochhalte, liegt es einfach daran, es macht es einfach einzig, weil ich entscheide einfach, in welche Richtung ich schlage. Ob ich blocke, ob ich angreife, ja? Du kannst das ja kombinieren. Aber das macht das eigentlich schon lebendig genug. Ja, komm, wir nehmen jetzt den Heiltrank. Darum geht's. Man hat die alleinige Kontrolle, aus welcher Richtung man zuschlägt. Und das macht einfach Nahkampf viel geiler. Ist mir egal, wie kräbelig es ist, weil es ist einfach geil. Ja, und es gibt Spiele, die dann auch, das ist auch wichtig, wo du ihn triffst, am Arm oder am Bein oder so, und dann verlieren sie ihr Körperteil oder so. Das gab's auch in der, nicht in der Vergangenheit, sondern die kommen dann nach Gothic. Dark Messiah und so. Wie gesagt, ich überlege das mal zu zeigen. Na? Also, Kingdom Come Deliverance hat ein cooles System, auch wenn es seine Makel hat. Zum Beispiel der Fokus, man hat immer fein anvisiert, das war ein bisschen nervig. Aber es war sehr geil, aber, ne? Es geht darum, es ist halt toll. So. Ach, das gibt's doch nicht. Mit seiner unsichtbaren Waffe streckt er mich nieder. Aber hier machen wir gut XP. Warte mal, so. Da ist er doch. Er hat einen Zweihänder, das wird nichts. Oder doch. Das Ding ist halt, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, ach nein, eigentlich soll ich die nicht essen. Das ist nicht gut. Ich hab schon zu viel gegessen davon. Eigentlich kann ich es nicht wieder gut machen. Ich kann Skelette beleben, das wollte ich sagen. Ich kann Skelette, wenn ich, Magier bin. Du konntest damals, glaube ich, auch Skelette beschwören. Wenn du genug Mana hattest, einfach nur scheiße. Du musst kein Magier werden. Dafür hast du eine Rune gefunden. Am besten war, wenn du eine Rune gefunden hast, der Skelett-Erschaffung. Und dann hast du halt eine Armee von Skeletten hinter dir. Richtig geil, ja? Also damit kannst du auch alles ausradieren. Ich weiß auch nicht, wie das mittlerweile so ist. Das sind direkt zwei. Das ist natürlich gar nicht so toll. Und die sind direkt auf, Nur einen. Komm, nur einen. Genau, so. Aha. Das war der, das nennt man den, konzentrierten Rasenmäher, ja? Das ist schon die erweiterte Haltung des Rasenmähers. Hat's noch zwei. Ist gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Nur einer bitte. Na toll, okay. Guck, ob das was wird. Ja, schon ist die Waffe wieder weg. Wir blöden Klappergestelle. Das gibt's doch nicht. Zu wenig Magnesium. Oder zu viel davon. Das kann auch schlecht sein. Ich war im Staunen. Hab ich da gespeichert bei dem anderen scheiß Skelett? Ich hoffe doch. So. Nur einen bitte. Jeder nur ein Kreuz. Glaube ich, die letzten Skelette. Komm, nur einer. Ja, du jetzt. Genau so. Nee, beide wieder. Komm, nur einer. Wetten, der läuft erst, wenn... Thank you.
nein! Oh Mann, ich war doch so super! Also wir müssen das ausnutzen. Jetzt umzudrehen, hier rauszugehen, ist hohl. Da, genau, genau. Nein, nein, nur einer. Umdrehen, hallo, das Ziel abwählen. Ach. Warum denn nur? Komm, genau du. Genau du. Und jetzt sind beide wieder hochgekommen. Oder hing er fest? Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken, ne? Was gibt's Schöneres als Skelette, die auseinanderbrechen? Na, hast du ein Problem? Ich glaube, ich gehe mir auch mal Essen kaufen. Ich habe jetzt keine Lust zu warten hier. So, ein Skelett noch. Schnitter. So, das haben wir auch gelöst. Schade, dass sie keinen Loot haben, ne? Ach, das gibt's doch nicht. Spawnen die da? Also jetzt langsam oder sicher habe ich das Gefühl, scheiße. Oh, ich dachte schon, die wären noch hinter mir. Alter, wir haben unser Levelgebiet gefunden. Ne, 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 das sind noch zu viele. Beide immer noch. Das gehört, Wolf. Das Problem ist, wenn man ein bisschen höher ist, haben die eine Chance, näher ranzukommen. Weil man sie nicht immer trifft. Alter, guck mal, wir haben nicht mehr viel bis zum nächsten Level. Auch es ist noch einiges, aber... Okay, weiter, weiter. Es lohnt sich, es lohnt sich. Warte mal. Ich bin verwirrt! Bin ich jetzt den anderen Schacht runtergegangen? Das waren die anderen, bei denen ich schon mal am Anfang getötet haben. Was? Blasphemie? Warum könnt ihr das? Alter, guck mal, da ist noch ein Gang nach unten. Lasst mich in Ruhe! Wir gehen mal hier gucken. Ach, da ist gar nichts. Aha, nur einer ist hier geblieben. Okay, gut. Das sind beide.
Also das sind noch beide. Vielleicht sind sie jetzt ganz unten, ich weiß es ja nicht. Ich muss aber nur einen kriegen. Das muss ja wohl möglich sein. Hier so. Sind die immer noch ineinander? Nee. So, jetzt den einen noch. Das war der rechte Strang jetzt, ne? Leute, ich muss ja aufhören. Oh, ist schon wieder überzogen. Leute, bis zur nächsten Folge Gothic. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.